So. Hey, da wären wir auch schon wieder mit Ricky. Und wie man sieht, haben sich etwas verändert auf Toffis Gesicht, nämlich eine Maske, die wir von diesem kleine, von dieser kleinen schönen Pilzkreatur haben machen lassen. Das ist nämlich eine Maske, die Ungesehenes sichtbar macht. Und das ist eine Maske, die uns unsichtbar macht. Beides haben wir hier bekommen, indem wir verschiedene Zutaten für ihn gesammelt haben. Und was wir auch noch im letzten Part zusammengesetzt haben, mit der Hilfe von Pilzchen, ist ein Gift. Ein Gift, mit dem wir nun endlich zu Jötunn Hjörtkön, also dem großen Elch, das, wo die Verderbnispilze vorher den Weg etwas verbarrikadiert haben, kann man glaube ich so sagen. Und jetzt können wir das alles hier befreien und hoffentlich dann auch den dritten der Jötner befreien. Schauen wir es uns einfach mal an, ne? Denk, Tove. Vielleicht muss ich irgendwie dafür sorgen, dass das Gift tiefer in den Pilz eindringen kann. Einmal reinschneiden. Funktioniert nicht. Kann hineinstechen. Oh, warte mal. Oh. Es ist scharf und giftig. Aha. Es geht los. Nein, was geschieht mit dem Dolch? Gib ihn wieder her, das kann nicht sein. Das muss funktionieren, bitte. Moment. Tut sich etwas. Ja, es hat doch funktioniert. Oh nein, ich habe nicht einmal mit ihm gesprochen. Ach komm, schaffen wir es jetzt schon in die Version von dem Nittermal-Parasit. Mein Zuhause, aber diesmal ist alles noch seltsamer als beim letzten Mal. Was ist das für ein Zeug, das hier überall wächst? Dasselbe Zeug, das auch den Wald. Was macht diese Fußmatte hier? Dasselbe Zeug, das auch den Waldbär. Und wo kommt dieser Setzling her? Dasselbe Zeug, das auch den Wald angegriffen hat, meine liebe Tove. Was haben wir denn im Kühlschrank? Das ist ein sehr merkwürdiger Kühlschrank. Wer sollte einen Sack voller Dünger essen wollen? Pflanzen? Dieser Wasserhahn funktioniert nicht. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Der verdammte Setzling. Was wirst du wohl für ein Baum werden, wenn du gewachsen bist? Ja, setzen wir erstmal Dünger drauf, habe ich gehört, damit er auch gut wachsen kann. Du warst hungrig. Brauchst jetzt noch etwas zum Trinken? Ja, dann gehen wir doch mal zu unserem guten Brunnen hier draußen vor der Tür. Der Garten, nur der Garten. Sollte mich vom Rand fernhalten. Oh. Ja gut, hier ist wirklich nicht mehr super viel. Ein Eimer, jetzt kann ich. Oh, er hat lauter Löcher. Ich werde weitersuchen. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich. Eine Gießkanne. Das ist so praktisch. Die nehmen wir mal mit. Mamas Gießkanne. Bei ihr ist einfach alles gewachsen. Sogar meine Liebe zu ihr, was? Er lässt immer überall sein Spielzeug liegen. Wenn es mir gelingt, ihn nach Hause zu bringen, werde ich, wenn es mir gelingt, ihn nach Hause zu bringen, werde ich ihn deswegen nie wieder anschnauzen. Oh. Der gute Lars. Okay, dann, sage ich nicht noch einmal runter. Anscheinend funktioniert er jetzt. Ja, dann werden wir doch damit mal eine schöne Gießkanne befüllen. Kann ich mich ums Gießen kümmern? Ich habe gehört, soll nicht die schönste Stadt sein, aber man kann da ganz okay leben. So in Gießen. Nein? Okay. Gießen wir lieber mal den Baumsetzling hier und gucken, was passiert. Okay. Es klingt so, als ob das ein großer Baum werden würde. Das ist nicht nur ein großer Baum, es ist ein verdammt merkwürdiger Baum. Hä? Dort oben ist noch mehr.
Ja, das hat ein Haus mit Obergeschoss so in der Regel an sich, das oben noch mehr ist. Obwohl, das hier ist kein Haus. Was zur Hölle? Was war in diesem Dünger? Das ist eine verdammt gute Frage. Machen wir erstmal den Schrank hier auf. Kleiner Schubladengriff. Ja, ich wollte das da eigentlich aufmachen, aber okay. Was ist das für eine Zeichnung? Ein Schlüssel mit einem Rechteck. Oder befindet er sich darauf oder darunter? Oh, warte mal. Was ist, wenn wir hier die Fußmatte hinlegen? Das ist ein viel besseres Zuhause für dich. Okay, wir haben die Fußmatte jetzt. Was bist denn du? Mein Tagebuch, Mama hat es mir gegeben. Ich konnte damals noch nicht gut schreiben, aber ich habe viele Bilder gemalt. Es ist immer noch mit einem winzigen Vorhängeschloss versehen. Okay. Nehm das Schloss mit, es könnte nützlich sein. Will ich nicht mein altes Tagebuch zurückholen? Nein? Okay. So, dann müssen wir den Schubladengriff vermutlich hier in die Tür einsetzen, oder? Der Griff scheint jetzt in Ordnung zu sein. Irgendwer hat eine Tür an die Wand gemalt. Sie sieht unfertig aus. Ja, so eine Tür braucht doch auch ein Schloss, oder? Das sieht besser aus. Hä? Ist es da eine echte Tür? Eine echte Tür mit einem echten Schloss. Kann ich nicht das Schloss gießen? Wir haben immer einen Ersatzschlüssel unter der Matte versteckt. Oh, und jetzt ist der Schlüssel unter. Oh, das ist clever gemacht. Das ist wirklich sehr clever. Ich finde generell diese Surrealität von diesen Träumen, die hat man super in dem. Die nutzt man. Die werden super gut als Puzzle-Element genutzt. Das gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Ah, kann ich glauben, dass das funktioniert hat? Ein echter Schlüssel. Ja, dann sehen wir doch mal, was hinter dieser Tür so alles ist. Offen. Ich will nicht in diesen Schmodder hier reingehen, was auch immer das ist. Das bin ich als kleines Mädchen. Anscheinend bin ich mit meinem Spielzeug nicht zufrieden. Die Reifen sind immer verloren gegangen. Okay. Aber hier muss doch in der Tendenz irgendwas sein, mit dem wir interagieren können. Sollen wir jetzt das Ding hier gießen? Aber das ist doch auch das Einzige, womit wir hier interagieren können, oder? Ich meine, wir sehen uns ja jetzt hier, aber das war es auch. Das heißt, uns fehlt irgendwas. Oh, zum Beispiel das hier. Puh, hier ist kein Kaffee drin. Na, nur normales, sauberes Wasser. Wozu haben wir denn eine Gießkanne? Sollen wir jetzt das hier gießen? Nein, das war nicht richtig. Sieht aber auch irgendwie sehr, sehr abgepackt aus. What the hell? Müssen wir hier jetzt irgendwo was gießen? Runterkommen. Ah, hier kann man. Hier gibt es was, was man gießen kann. Gucken uns das. Was macht das denn jetzt? Können wir hier nach rechts weitergehen? What the actual hell? Was geht denn hier ab? Papa? Nein, das ist nicht wirklich er. Komm. Das kommt mir bekannt vor, ist aber falsch. Moment, benutzt er etwa Buntstifte? Vielleicht kann ich das in Ordnung bringen. Ich werde das in Ordnung bringen, Papa. Eine alte Zeitschrift mit Farbringen. Das erinnert mich daran, dass Papa das Gitterbett bemalt hat, aber nicht mit Buntstiften. Wie gesagt, diese surreale Ebene hier von allem, finde sie großartig. Sie hat irgendwie ihren ganz eigenen Charme. Gucken wir erstmal, was wir hier rechts finden. Hier finden wir auf jeden Fall.
Das bin ich. Ich bin so klein. Zeichne ich auf unserem Tisch? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich beim Umdekorieren helfen wollte. Aber womit zeichne ich? Ich glaube nicht, dass ich mit Stricknasen spielen sollte. Ich muss sie irgendwie dazu bringen, das fallen zu lassen. Ich muss die ganze Szene wieder so sehen lassen, wie in meiner Erinnerung. Nur leider ist mein Inventar leer. Das heißt, ich kann da nichts machen. Also gehen wir erstmal hier lang. Gehen hier hoch. Und dann hier zu der Kommode oder was auch immer das hier ist. Was haben wir denn bei dieser Kommode? Oh Gott! What the hell? Wenn wir einfach dieses Schranktür schnappen und von hier verschwinden. Ja, das ist ein sehr guter Plan, Tobbe. Was auch immer hier ruht, das sollte nicht weiter gestört werden. Kann ich vielleicht Klein Tove dazu bringen, mit der Schranktür da ranzukommen? Nö, okay, dann gehen wir hier jetzt anscheinend wieder komplett runter. Aber das ist irgendwie auch schon surreal, hier ihn mit Buntstiften arbeiten zu sehen. Naja, gehen wir erstmal hier hoch. Das ist auch der letzte Ort, wo wir lang können. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie zur Lösung des Rätsels beiträgt. Sonst wäre das nämlich ein bisschen blöd, ne? Da werde ich nicht hinüberspringen. Was, wenn ich ins Bodenlose falle? Keine Sorge, wir haben eine Schranktür. Das ist eine super Brücke. Passt genau. Ich bin doch froh, dass dieses Ding so stabil ist. Oh, was haben wir denn hier? Auto. Papa, wir versucht das Auto zu reparieren. Was macht er mit der Farbe? Das stimmt doch etwas nicht. Dieser Pinsel gehört nicht hierher. Ich werde versuchen, das in Ordnung zu bringen, Papa. Dann können wir hier runter. Okay, wo führt uns das hin? Aber der Pinsel ist schon mal was für das Bett auf jeden Fall, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Dieser Schraubenzieher sollte nützlich sein. Oh, jetzt können wir hier runterklettern. Mama? Mama? Nur eine Erinnerung, die sich unter dieser Verderbnis verbirgt. Das ist wirklich schrecklich. Ich kann sie befreien. Ich muss sie befreien. Wär's, wenn... Ich glaube, so wird das nichts. Nö, nichts passiert. Ah, ihr muss dann wahrscheinlich die Stricksachen geben. Bisschen mehr in die Richtung von klassischen Männer- und Frauenbild, aber das ist ja auch nicht immer verkehrt. Solange alle sich, solange das Freiwege und bewusste Entscheidungen waren, ist es nicht verkehrt. So, und jetzt bekommst du da das richtige Werkzeug. Ihr probierst stattdessen damit. Ah, das sieht ein wenig besser aus. Aber ist immer noch nicht ganz so, wie es sein sollte. Glaub nicht, dass du mit Buntstiften spielen solltest, Papa. Ich werde sie sicher verwahren. Ich glaube, der Schraubenzieher, der muss oben zum Auto, oder? Ich bin mir gerade noch nicht sicher, aber es ist für mich so gerade die logischste Erklärung. Hier, Tove, nimm Buntstifte. Wollen wir nicht tauschen? Ich weiß, dass dir die hier besser gefallen, kleines Ich. Habe ich es geschafft? Das ist besser. Ja, was zeichne ich denn da? Jetzt bin ich zusammen mit meinem ungeborenen Bruder. Ich wollte die beste große Schwester aller Zeiten sein. Oh. Was macht denn dieser rote Ring da? Yes. Ich werde diese Stricknadel mitnehmen. Du bekommst sie in ungefähr 3 Jahren wieder, wenn du gelernt hast, wie man strickt. Okay, dann... Okay, wir müssen jetzt hier hoch.
Auf hier. Ah, nee, nicht hier hoch. Nicht hier hoch. Hier oben war ja nur die Schranktür. Dann gehen wir hier weiter runter, I guess. Dann gehen wir hier auf der linken Seite wieder hoch, weil da können wir ja mittlerweile hochklettern, zum Glück. Auch wenn ich mich nicht trauen würde, an so einem, was ist das, ein Schal, daran hochzuklettern, aber hey, ich bin nicht Tove, also. Ja. Ist nicht mein Problem. So, du bekommst jetzt mal wieder schön dich. Mama, ich hab, was du brauchst. Es kannst du weiter stricken. Wie gesagt, diese Surrealität von den Träumen, ich liebe sie so sehr. Es ist einfach eine Atmosphäre, die man so sehr hat, die man so selten hat. Und vor allem wieder die Erinnerungen von Tove eingewoben sind. Ich meine, das ist dann wahrscheinlich der Natama-Parasit, der die dunkelsten Erinnerungen praktisch in eine, oder die Erinnerungen in einem hervorruft, die dann einen gleichzeitig quälen. Aber Tove ist ja an diesen Erinnerungen und versucht sie dann alles wieder richtig zu bringen. Und das funktioniert ja anscheinend irgendwie. Habe ich es geschafft? Da ist sie ja. Du hast so viel Zeit in diesem Stuhl verbracht und Dinge für Lars genäht. Ich wünschte, er könnte dich sehen. Hier haben wir jetzt einen blauen Ring. Okay. Ich glaube nicht, dass Mama diesen blauen Ring vermissen wird. Was haben wir denn hier? Ein Schraubenschlüssel. Und pass auf, dass kein Lombax kommt und den dir klauen will. Das passiert nämlich öfter, als man meinen sollte. Vor allem, wenn er dann noch seinen Roboterkumpel dabei hat, wird's besonders schlimm. Hab ich gehört. Wie wär's, wenn du mal, Und hier komme ich nicht ran, der Pilz ist immer noch im Weg. Und hier komme ich nicht ran, der Pilz ist immer noch im Weg. Okay. Musst du hier rein, damit wir die Szene schon mal etwas in mehr oder weniger aufräumen können. Jetzt habe ich ihn schrumpfen lassen. Die Verderbnis ist immer noch nicht ganz verschwunden. Der Schraubenzieher war nicht das Einzige, was falsch ist. Eine Farbdose? Ich glaube, ich weiß, wo sie hingehört. Okay, das heißt, wir müssen hier noch den... ich erinnere mich... den Schraubenschlüssel hier hinsetzen. Ich erinnere mich an den Tag. Der Pilz, er ist geschrumpft. Ich will diese Erinnerung nicht wieder zusammensetzen. Weiß, was als nächstes passiert. Aber wenn ich es nicht tue, sitzt vielleicht für immer hier fest. Oh, denn diese Natama-Parasiten sind ja wirklich, wenn wirklich von Mal zu Mal fieser. Danke, dass du auf meinen gelben Ring aufgepasst hast, Papa. So, okay, dann geht's jetzt hier runter. Und zwar komplett runter. Boah, aber... Vor allem in dem Alter, in dem Tove ist, muss das alles hier ja furchtbar quälend für sie sein. Ich meine, alleine schon für eine erwachsene Person ist das alles, wäre das alles hier sehr quälend. Aber wenn du so, keine Ahnung, 12 Jahre alt bist, wie Tove das hier in dem Fall ist, boah, das muss echt furchtbar sein. So, hier hast du noch deinen Eimer Farbe. Hier ist deine Farbdose, Papa. Daran erinnere ich mich. Papa hat mein altes Gitterbett für Lars neu bemalt. Ich durfte die Farbe aussuchen. Es wäre perfekt geworden. Aha, ich habe den grünen Ring. Und was soll ich jetzt mit den verschiedenen farbigen Ringen? Wahrscheinlich zurückgehen, schätze ich mal. Oh, und jetzt... Oh, und jetzt könnten wir der spielenden Tove die Ringe hier darauf stecken. Damit sie wieder glücklich ist. Oh, wie süß. Das ergibt total viel Sinn. Das ist der letzte. Jetzt ist die kleine spielende Tove auch nicht mehr verdorben und unglücklich, sondern glücklich. Nice. Hm. Ich habe wirklich gedacht, dass etwas passt.
Das ist es. Da habe ich es versprochen. Mama sagte, dass ich bereits so eine gute große Schwester wäre. Ich habe versprochen, dass ich auf ihn aufpassen würde, genau wie auf diesem Bild. Für immer. Und dann? Zwing mich nicht, das nochmal zu tun. Was nochmal zu tun? Ich finde das so faszinierend, dass es einerseits von einer dass das Spiel einerseits von einfach die Geschichte von diesen mythischen nordischen Wesen ist und andererseits halt auch einfach die Geschichte einer zerrütteten Familie und was es bedeutet, Familie zu sein. Das haben wir auch mit Röka und Röki da mit drin. Finde ich super faszinierend. Mama, ich habe mich so bemüht zu vergessen, was passiert ist. Bin mir nicht sicher, dass ich so weitermachen kann. Du bist Tove oder Mensch? Du kennst mich und du bist wach? Ich habe nie geschlafen. Aber der Natama-Parasit. Ich habe ihn kommen sehen und nicht aufgehalten. Und ich habe dich kommen sehen. Das ist mein Fluch. Sehe alles, was die Balance aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Aber meine Weisheit hat mich verlassen. Wovon redest du? Die Geschichte ist ein Märchen deines Volkes. Der Waldgeist, der den bescheidenen Halsfäller geliebt hat. Sie hat die Gestalt eines Menschen angenommen und ein Zuhause für sie gebaut. Sie hatte Raben, hat dabei zugesehen, wie sie schlüpfen. Sie gebar ein Kind. Bevor er seine wahre Gestalt sehen konnte, lief sie davon. Er stellte überall im Wald Holzraben auf, um sie dazu zu bringen, nach Hause zu kommen. Aber das tat sie nicht. Weil ihr sie verbannt habt. Ja, meine Weisheit hat versagt. Wir haben versagt. Ich habe zugesehen, wie wir schwächer geworden sind. Ich habe das Chaos nicht aufhalten können, als es von uns Besitz ergriff. Sie hat meinen Bruder entführt. Vielleicht konntest du deiner Schwester nicht helfen, aber du kannst meinem Bruder helfen. Was, wenn das die falsche Entscheidung ist? Wie kann es falsch sein, jemandem helfen zu wollen? Vielleicht übersteigt deine Weisheit die meine. Der Parasit ist weg. Dein Geist ist stark, unerschütterlich und weise. Und mit ihm kannst du sogar schlafende Riesen wecken. Ich werde dir helfen. Komm, Tove. Okay. Bruder, Schwester. Diesmal kehren wir zurück, um zu retten, nicht um zu verdammen. Ihr seid hier, ihr alle seid hier, ich kann es fühlen. Jo, sie hat ein starkes Herz, dieses Menschenkind. Und ein wildes Temperament. Lars, ich komme zu dir, halte durch. Dann suchen wir Papa, er muss einfach irgendwo da draußen sein. Oh? Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Scheint nicht. Oh. Ich kann doch was machen. Anscheinend. Oh.
Was ist hier passiert? Tove! 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 Los! Was? Antworte mir sofort! Irgendwas ist mit dem Haus passiert, aber was? Kann mich nicht erinnern, ich muss Stunden hier gelegen haben. Nein, ich habe mit Tove gesprochen, ich habe sie gesehen. Sie hat Lars und ich habe ihr gesagt, sie soll... Oh, Tove. Okay. Das ja, hiermit habe ich nicht gerechnet. Schlittenspuren? Wie hat sie ihn runterbekommen? Kluges Mädchen. Du hast Lars wahrscheinlich mit in die Stadt genommen. Durch den Wald? Oh. Moment, wie kann ich Rorka aufhalten? Kind, Rorka herrscht über das Reich, das du betreten wirst. Wir können dir dort nicht helfen. Ich habe mich so sehr darauf konzentriert, das Portal zu erreichen. Und jetzt bin ich bereit. Was soll ich tun? Du musst stark sein. Du musst mutig sein. Tove! Tove! Lars! Oh, dieser Perspektivenwechsel, den finde ich großartig. Der Schlitten. Aber er ist zertrümmert. Wieso seid ihr hier entlang, so weit abseits der Wege? Meine Tove, mein Lars, allein in diesem Wald. Dieser Ort wird sie nicht kriegen. Er hat schon genug genommen. Lars murmeln. Sie klappern immer, wenn er herumtrollt. Er hinterlässt eine Spur für seinen Papa-Bär. Sei denn, sie wohnen getrennt. Sind sie für Tove? Meine Tove, so erwachsen für ihr Alter, alles nur meine Schuld. Ich wünschte, du wärst hier, um mir zu helfen, Eva. Komm schon, Henrik. Wir finden sie und mach es dann besser. Ihr leistet Widerstand, aber nicht mehr lange. Niemand wird sich unserer Stärke widersetzen. Es ist fast offen. Sie ist mächtig geworden. Lars! Kinder, seid ihr da? Raben, sie sind überall. Sie sind mir nicht sympathischer als die Bäume. Tove, Lars! Wie soll ich sie nur finden? Murmeln. Noch mehr Murmeln. Ich muss ganz nah sein. Tove, Lars, seid ihr hier unten? Papa kommt, habt keine Sorge. Kind, unsere Kraft reicht nur, um kurz das Portal zu öffnen. Also beeil dich, aber vergiss nicht. Du musst den Weg zurück alleine finden. Es gibt keinen Weg zurück. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Egal was geschieht, ich werde bei Lars sein. Er braucht mich. Das ist alles, was zählt. Oh. Was um alles? Das war Tove. Sie ist weg. Wohin könnte sie gegangen sein? Was hat das hier zu suchen? Er hat seinen eigenen Rucksack. Nun sieh sich einer diese Burg an. Das ist der einzige Ort in der Umgebung, der an Zivilisation erinnert. Wenn Tove und Lars hier irgendwo sind, dann wahrscheinlich dort. Da merkt man so richtig die Erwachsenenlogik bei ihm. Es hat gute und wirkt stabil genug. Haltet durch, Kinder, ich werde euch finden.
Das war viel weiter, als es den Anschein hatte. Was ist das für ein Ort? Tove! Tove! Lars! Lars! Ich bin hier, um euch zu finden. Ich bin hier nicht allein. Ich glaube, es ist ein Geist. Eva, bist du das? Bist du hergekommen, mir zu helfen? Ich war Eva. Das ist die Burg, die ich vom Strand aus gesehen habe. Sie ist größer, als ich dachte, und so kalt. Warte, ich kann jemanden spüren. Fühlt sich warm an? Lars, bist du das? Nein, er ist wirklich hier und er braucht mich. Ich habe nichts gegen Gesellschaft, wer auch immer du bist. Oh. Ich dachte, ich könnte da etwas sehen. Hey, Tobas Tagebuch. Wo kommt das denn her? Hey, das ist ein Twist. Ja, ich drücke doch X. Das hatte sie bei sich, sie sucht nach Lars. Also wurden sie getrennt. Wer sind diese Wächter? Ich verstehe nicht. Also ist sie hierher gegangen. Ich kann sie immer noch finden. Burgtor. Ich bin da, die Wächter haben mir das Portal geöffnet. Ich denke, ich bin auf dieser Insel, die ich vorhin gesehen habe. Die mit der unheimlichen Burg, aber sie ist nicht dieselbe. Ich bin in einem völlig anderen Reich. Es ist so kalt. Dieser Ort fühlt sich nicht besonders freundlich an. Außerdem habe ich das seltsame Gefühl, nicht allein hier zu sein. Die Wächter haben mir von ihrer Schwester, der Rabenwächterin, erzählt. Sie haben sie verbannt, weil sie ein gemeinsames Kind mit einem Menschen hatte. Aber dieses Kind glich eher einem Monster. Sie versuchte, ihn wieder menschlich zu machen, indem sie Kinder entführt hat und dunkle Magie einsetzte. Aber bisher immer vergebens. Der Hirsch denkt, dass Lars irgendwas an sich hat, was diesmal einen Erfolg verspricht. Ich muss endlich zu Lars. Okay. Aber ich würde sagen, das ist doch ein guter Aufhänger, um den Part an der Stelle zu beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne Like, Kommentar oder Abo. Oder sonst irgendwas in der Richtung da. Und dann hören wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Habt bis dann natürlich noch eine schöne Zeit. Und man hört sich dann ja hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.